Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan Ice Rising. Wie ihr bestimmt wisst, ich bin mit dem Avatar in einem Gastclan aufgenommen worden und habe hier einen CK mitgespielt. Netterweise lassen mich die Jungs hier noch einen zweiten CK mitspielen, denn ich habe hier wirklich nicht gut abgeliefert, muss ich sagen. Meine Angriffe waren wirklich nicht gut, aber letztendlich haben wir nicht deswegen verloren, sondern weil der Clan-Gegner doch sehr, sehr stark war. Es ist eine kleine Engineering-Truppe aus Österreich und hier hat man dann im unteren Bereich, ich gehe hier kurz mal drauf ein, wie die Bases hier unten aussehen. Ja, solche Bases wurden hier also natürlich gedreiert von den RH-8ern hier. Und soweit ich mich erinnern kann, geht das hier bis auf die 15. Base, glaube ich, hoch mit den Accounts. Ja, hier haben wir den ersten Achter und dann geht es eigentlich erst los mit den RH9 Accounts und hier wurde aber trotzdem sehr viel gedreiert, aber bei einigen Bases und bei einigen Angriffen hat es nicht gepasst. Zudem haben zwei Leute ihren zweiten Angriff nicht gemacht, weil sie es nicht mehr rechtzeitig geschafft haben. Es kann im RL immer irgendwas dazwischen kommen und so fehlten uns dann auch noch zwei Angriffe, aber wie schon gesagt, der Gegner war gut, muss man dem Gegner auch eingestehen und dementsprechend haben wir uns hier schwer getan. Ich habe hier, wie eben schon gesagt, wirklich nicht gut abgeschnitten. Ich habe einmal ein Stern und einmal zwei Sterne hier gemacht. Das bringt natürlich überhaupt nichts und ich habe darum gebeten, dass ich noch einen zweiten hier mitspiele. Der Clan lässt das auch zu, also ist überhaupt kein Thema. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und trotzdem hat der Clan hier auch starke Angreifer, gar keine Frage. Ich blende das gleich mal ein, wie viel CW-Siege der Clan hier hat. Das sind nämlich gar nicht mal so wenig. Da muss ich schon sagen, Respekt, dass man so weit gekommen ist. Und da bin ich mal gespannt. Mit den Warriors kommen wir sicherlich auch mal in den Genuss, so weit zu kommen. Aber hier hat der Clan schon, da haben wir es, 298 Siege auf dem Konto. Das ist wirklich krass, muss ich mal so sagen. Und ist auch eine toffe Truppe hier. Sind alle ganz gut aktiv. Mal mehr, mal weniger. Ich bin ja so ein bisschen abend und ja, nicht nachtaktiv, aber ein bisschen manchmal zu späterer Uhrzeit noch unterwegs. Und dann kriege ich natürlich nicht unbedingt immer meine Clanbook voll. Das ist auch nicht so schlimm. Da kann ich mit leben. Und wenn ich dann mal abgefarmt werde, dann werde ich halt mal abgefarmt. Aber wir sehen hier im Hintergrund einen schönen Govi, wie heißt er? Govi war, glaube ich, ja. Golem, Wizards und Valkyries, also Walküren. Und der oder die Kräuter, wie heißt es? Kräuterbexe, kommt hier gut in die Base rein, hat aber auch nicht viel zu fangen auf der Ecke. Und die Walküren tanken jetzt eigentlich vor dem Golem. Das ist immer ein bisschen doof. Da könnte Supercell vielleicht mal drauf eingehen, dass die ein bisschen langsamer sind, sodass der Golem auch tankt. Denn ihr seht das da oben links. Der trottet immer hinterher. Immer den Valkyren hinterher. Nein, er tankt natürlich auch. Und aber letztendlich, ja, da macht er sogar die Kanone weg. Ist ja auch nicht schlecht. Und jetzt haben wir hier noch einen Heilzauber. Den brauchen wir gleich auch für die Mitte, denke ich mal, aber da sind noch richtig viele Walküren jetzt. Und jetzt tankt auch der Golem, so wie es auch sein soll. Hier haut er jetzt nochmal den Heilzauber rein. Und dann wird nochmal eben die Mitte entkernt. Was heißt entkernt? Danach waren das hier drei Sterne auf die Base. Super Angriff. So, dann schauen wir mal weiter, wo wir gute Angriffe haben. Wir haben überall gute Angriffe, gar keine Frage. Aber wir haben auch Angriffe, die halt manchmal sehr unglücklich sind. Das ist dann halt so, da kann man nichts dran reißen und ich glaube, ja, die Base habe ich auch probiert, hier habe ich zwei Sterne geholt. Es war nicht mein CK. Leute, ich kann nichts dran machen. Ich hatte in meinem Clash of Clans Video vorher
gesagt, dass ich auch kein 3-Sterne-Garant bin, auf gar keinen Fall. Aber ich gebe immer mein Bestes und da dürft ihr euch auch nicht von Probeangriffen oder so täuschen lassen. Die können immer ganz anders ausfallen. Ich sage immer, oder ich habe immer so das Gefühl, dass so ein Clankrieg so ein bisschen ist wie die DFB. Ja, im DFB herrschen auch ganz eigene Gesetze. Da dritte Liga schlägt erste Liga, vierte Liga haut zweite Liga raus. Und so kann das hier natürlich auch sein, dass sich hier mal wirklich einen schlechten CW erwischt schlechte Bases. Was mir hier sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, in dem Plan ist, dass hier klare Vorgaben gemacht wurden. Wer macht hier eigentlich welche Base? Und dann musste diese Base auch nicht zwingend gemacht werden, sondern man hatte immer noch so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten, dass man gesagt hat, oh, die Base schaffe ich jetzt nicht so gut. Da tue ich mich eher schwer. Ich würde gerne Gegner XY machen. Und dann ist man sich hier sehr schnell einig geworden. Das muss ich sagen, die Organisation hier, die passt hier auf jeden Fall. Und dann wundert es mich auch nicht, dass der Clan hier eigentlich so erfolgreich ist mit den 298 CK-Siegen. Und das Lock sieht auch gut aus. Also da gibt es immer mal natürlich ein Loss dazwischen, aber das ist dann doch eher wenig. Oh, ja, mein Kalenderspeicher wurde beendet. Wunderbar. Da habe ich wohl ein bisschen viel Einträge drin in meinen Kalender, sodass mir der Kalender hier auf meinem Android-Emulator abstürzt. Das ist aber nicht so schlimm. Dann muss ich da einfach mal ein paar Einträge rausnehmen. Ich habe auch schon so ein paar Anfragen, die ich allerdings erstmal ablehnen musste, weil meine Anfragenleiste oder diese komische Friends-List voll war. Und die habe ich jetzt erstmal geleert, aber ich habe mir so den einen oder anderen hier aufgeschrieben und werde auf euch letztendlich zurückkommen. Ja, ich glaube, die Base habe ich nur mit einem Stern hier geschafft. Ich sehe das gerade. So ein bisschen erinnert man sich ja an die Bases, die man gemacht hat. Entschuldigung, wollen wir eben mal ein bisschen Wasser nehmen. Und habe hier einen Gola Loon drauf probiert, hat aber nicht funktioniert. Ich habe einen Feger nicht übersehen, sondern ich habe einen Feger nicht geschafft, nämlich der, da wo jetzt auf Höhe der Queen, da stand ja ein Feger und den habe ich nicht gepackt. Der hat mir so ein bisschen hier dann das Leben schwer gemacht, so dass ich hier am Ende nur einen Stern geholt habe, denn wie in allen hohen oder sehr hohen Clans entscheiden hier nur die reinen 3-Sterne-Taktiken. Und dementsprechend geht man auch manchmal ja sehr komisch an die Bases ran, wo man dann wirklich auf dem ganz anderen Ende des Rathauses erstmal anfängt, weil man ja die 3 Sterne irgendwo anders sieht und nicht unbedingt erstmal das Rathaus und dann vielleicht noch ein paar Prozente, sondern das sollte dann schon eine runde Sache sein mit so einem Angriff. Und dementsprechend ist das auch immer ein Hop oder Top. Ich sage ja immer, no risk, no fun. Und wenn ich hier nichts riskiere, dann habe ich auch keinen Erfolg. Und wenn ich hier etwas riskiere, dann kann es natürlich auch mal sein, dass ich richtig verkacke. So wie ich das hier auch leider getan habe. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier am Ende noch gute Sterne gemacht. Aber ich muss sagen, trotzdem der Gegner unten, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube 10 oder 12 Angriffe eigentlich weniger hatte, die irgendwo so ein bisschen rum gelotet haben oder sie haben halt hier und da mal die Clanburg gelockt, hat der Gegner wirklich gut angegriffen. Tolle 3-Sterne-Kämpfer und das kann man auch immer wieder sagen. Also Gegner loben ist ja nicht verkehrt. Letztendlich sind das auch nur Menschen, die dahinter stecken und wenn die gute Taktiken haben und gute Angriffe machen, dann, ja, dann kann man das doch auch ruhig mal ansprechen. Und am Ende war dann einfach die Übermacht doch ein bisschen zu groß und so ist hier leider verloren worden. Ist nicht so schlimm. Ich sehe den nächsten CK jetzt übrigens hier sehr zuversichtlich, was das Ganze angeht. Da gehe ich am Ende nochmal drauf ein, wie das denn hier eigentlich jetzt aussieht. Wie gesagt, ich spiele noch einen mit. Das finde ich nach wie vor sehr, sehr nett, dass man mich hier nochmal mitnimmt, auch wenn ich nicht so viele Sterne geholt habe. Ja, das wird schon, Leute. Und hier haben wir aber einen schönen Lalun gehabt mit den Helden, die ja auch schon ganz schön hoch sind. 26, 28. Das ist an der Stelle nicht schlecht. Auch wenn es ein RA10 ist, ist das für diesen Clan hier absolut in Ordnung. Jetzt hat er sogar Glück.
dass er so viele Lakaien und noch richtig viel Welpen hat. Und dann waren das hier schöne 3 Sterne von 3 auf 8. Jawohl. Wunderbar. Hier oben hat es auch nicht unbedingt an Sternen gefehlt. Ihr seht, so ein bisschen fehlt sie an der Midrange. Aber ich hatte ja gesagt, das ist so ein Engineering-Clan gewesen. Und tut man sich bei so einer Base, wir schauen mal kurz rein, die ist gar nicht so stark. Ja, aber hier eiert ein Warden rum. Und viele Gebäude, die schon im Max-Ausbau sind. Das heißt also gerade diese hier, die haben dann ja auch mehr Hitpoints, die man auch runterballern muss. Und das darf man nie verkennen. Ich sehe immer wieder welche, die gerade diese Lager hier so auf maximal Level 5, Level 6 haben, dass man sie gerade mal ein bisschen boosten kann. Das bringt einem an der Stelle nicht wirklich weiter. Natürlich, wenn die höher ausgebaut sind, dann sammeln die auch viel mehr. Das ist so der erste Aspekt. Aber der zweite Aspekt, finde ich eigentlich, ist, dass die auch viel mehr Hitpoints haben. Denn je mehr Hitpoints die haben, desto länger halten sich natürlich die Truppen an solchen Gebäuden auf und werden beschossen. Und wenn ich hier dann eine Goldmine auf Level 6 habe, mit mal gerade 200-300 Hitpoints, dann ist natürlich das für Magier, ist das ein Schuss und dann kann der Magier weiter. Hier muss der Magier mindestens 2-3 Mal draufräumen, bevor er das Lager weg hat. Deswegen, Leute, baut ihr mal gerade auch eure Sammler aus. Es ist nicht nur so, dass sie dann mehr sammeln, gar keine Frage, sondern die haben halt mehr Hitpoints. Und dann kann so eine Base schon mal relativ schwer werden und so ein Gegner kann auch ungemütlich werden, hier so ein 12er, denn er hat natürlich jetzt nicht so die Superhelden hier am Start, aber es ist ein 11er und er hat für diesen Zeitpunkt bei Clash of Clans die richtigen Truppen am Start, nämlich Hunde und Loons, muss man so sagen. 240 Truppen, denke ich, hat er auch. Und ja, so sieht das dann leider aus. Dann packt man so eine Base nicht unbedingt. Und aber wie gesagt, oben hat das nicht wirklich dran gelegen. Das hat dann eher daran gelegen, dass in der Mitte so ein bisschen die Sterne fehlten. Oh, ich glaube, den haben wir eben schon gesehen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dann nehmen wir uns mal die 5. Ich glaube, der war auch noch schön. Das war ein RH11 auf ein RH10. Schöner Angriff hier von Spargelsuppe. Schreibt sich vielleicht doch so. Ja, Spargelsuppe passt schon. Und ein schöner Angriff hier mit Queen Walk und einem Golem, der erstmal so ein bisschen tankt. Da kommen jetzt Teslas hoch. Und dann geht das hier ab durch die Mitte. Da wird ein Inferno gefriest. Und die Bowler-Truppe wühlt sich hier dann durch diese Base durch. Das ist eine 10er Base, aber hier können sich die Bowler noch ganz gut durch die Mauern fressen. Das sind Level 10 Mauern mit Masse. Und so haben die hier relativ leichtes Spiel mit der Base. Das kann er hier unten sogar nochmal friesen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt stand. Ich denke mal nicht, dass er die Lager gefriest hat. Ich habe das jetzt gerade nicht gesehen. Aber schöner Angriff hier und schöne 3 Sterne von der Spargelsuppe. Jawohl, Queen noch nicht mal gezündet. Wunderbar. Gute Sache hier. Ein Angriff auf die Maggie Fox von Platin Park. Ich habe hier also einige Leute etwas, nicht näher kennengelernt, aber es gibt ja halt doch schon die ganz klaren Taktgeber hier im Clan. Das ist, glaube ich, auch in diesem Clan hier gut. Hier kommen die Leute dann mit solchen Sachen gut zurecht, finde ich. Und ich habe übrigens gerade versehentlich eine Taste gedrückt. Ich glaube, die Aufnahme hat gerade ganz kurz, da muss ich mal gerade gucken, ganz kurz angehalten. Das war natürlich ein bisschen doof, aber dafür nehme ich das jetzt nicht nochmal alles auf. Es ist immer noch der gleiche Angriff. Und hier ist jetzt noch die 40er Queen zündbar. Ein 36er King war hier mit am Start. Schöne Bowler Hexenkombi ist im Moment auch eine gute Kombination. Habe ich hier in den Kriegen öfter gesehen, auch vom Gegner mit Bowler und Hexen. Ich habe da mit meinem RH10 noch nicht so die Erfahrung machen können, aber komme da sicherlich auch noch hin, so dass ich irgendwann hoffentlich auch mal wieder 2 oder 3 Sterne mit meinem RH10 Account schaffe. Jawohl, 3 Sterne hier und im oberen Bereich, wie gesagt, da hat es eigentlich an nichts gefehlt. Okay, hier ist nur 1 Stern drauf. Aber die Bases waren hier gut machbar. Auch wenn die maxed out sind, hat der
in Viona hier gut angegriffen, nämlich komplett aus der Luft. Das heißt also mit Max Babydrachen und Max Loons geht es hier ab in diese Base. Ein Hund in der Clanburg und hier kamen drei Babydrachen raus. Okay, das ist also Babydrache gegen Babydrache plus Gift. Da ist der Adlergeschichte und ihr seht das hier komplett nicht von der RH-Seite aus rein, sondern komplett von der gegenüberliegenden Seite aus rein. Das ist dann ein vollständiger 3-Sterne-Angriff, beziehungsweise hier wird ganz klar auf 3 Sterne gegangen. Und hier hat aber der Warden, glaube ich, das Glück des Tüchtigen. Jawohl, mit dem letzten Schuss schafft der Warden hier das Rathaus. Wunderbar. So ist das auch nicht schlecht. Und viel ist hier auch nicht über, also 80%. Das ist beachtlich. Das ist super gewesen hier. Gar keine Frage. Also ich fand das hier gut. Die Jungs haben halt ein bisschen Pech gehabt, dass der Gegner doch gut gedreiert hat. Also hier unten brannte dann auch ganz, ganz wenig an. Das sind alles RH8-Accounts hier. Und 9er, 10er. Und ihr seht das hier, fehlen jetzt auch nicht mehr so wirklich viel Sterne. Also die waren wirklich stark. Macht aber nichts. Wir sind ganz aktuell wieder dabei in einem CK. Da muss ich hier jetzt reingehen. Und dieses Mal ist die Rathausaufteilung wirklich gut gelungen. Wir haben auf unserer Seite nur ein RH11, der Gegner hat auch ein RH11. Wir haben auf Gegnerseite 4 RH10 und haben bei uns, okay, wir haben 3 RH10, aber wir haben den Avatar. Ja, der macht natürlich nicht unbedingt jetzt das RH10 hier, sondern, ich hatte es ja schon gesagt, die Organisation hier ist wirklich hervorragend. Mir wurde schon ein Gegner zugeteilt, welchen, das verrate ich euch an der Stelle nicht. Ich verrate euch sicherlich das Ergebnis dieses CKs, es fängt ja relativ spät an, erst in 6 Stunden, dann haben wir es auch schon etwas später am Abend. Und ich wollte aber den vorherigen CK zeigen. Also in der Regel zeige ich dann, wenn ich in einem Gastclan bin, den ersten C oder den ersten CK und den zweiten CK werde ich sicherlich irgendwo ansprechen. Aber ich habe immer jeden Clan in meiner Bookmarkliste und kann eigentlich so noch mal kurz nachgucken, Mensch, wie haben die eigentlich den letzten CK gespielt, falls ich vorher rausgehe oder so. Das wird hier nicht der Fall sein. Ich werde diesen CK hier auch bis ganz zum Ende mitmachen und dann aber endlich, gar nicht endlich, sondern ich werde weiterziehen. Endlich kann ich nicht sagen, weil ich bin ja froh, dass ich hier nochmal mitmachen darf. Dann haben wir hier ein paar Neuner und die gehen hoch, die gehen runter bis auf 12. Wir gucken mal, wer bei uns hier die 12 ist. Da haben wir hier auch einen Engineering RH10er. Und dann haben wir hier nur noch 8er. Der Gegner hat auch nur noch 8er. Also richtig schön ausgeglichen. Das lässt auf jeden Fall auf einen spannenden CK hier hoffen. Und der Clan ist auch Level 9, ist auch nicht schlecht. Hat jetzt noch nicht so viele Siege wie die Ice Rising Leute hier. Aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Gerade hier in den oberen Bereich kann man nicht einfach sagen, die ledern wir jetzt ab oder so. Man sieht ja immer wieder, das ist nicht so der Fall. Ja, das ist eigentlich gewesen von der Stelle hier. Ich blende euch die Clan-Tag hier nochmal ein, wo ich zu Gast war. Der Clan heißt Ice Rising, ist Clan Level 11. Und ganz kurz ins Log reingeguckt, zack, 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 viel, viel grün. Also das sieht auch das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich freue mich, dass ich nochmal hier mitmachen darf. Hoffe, dass es euch hier aus dem Clan gefallen hat mit mir. Mal wieder mit der Facecam, diesmal an einer anderen Pose, nämlich jetzt da unten. Das hat aber einen anderen Hintergrund, das seht ihr bestimmt auf der anderen Seite dieses Videos bzw. dieses Screens hier. Und ich habe auch wieder ein bisschen umgebaut, das heißt also demnächst werden meine Live-Angriffe hoffentlich noch besser übertragen. Ich habe noch ein bisschen Hardware bekommen, die habe ich heute Nachmittag schon mal ausprobiert und hatte dann auch Sorge, dass ich die Folge gar nicht reinkriege, weil so viel Verkabelung, wie ich hier dann schon wieder, wenn ihr das hier sehen würdet, wie dieser Schreibtisch hier aussieht, das ist Chaos. Aber es funktioniert, Technik, die funktioniert, die begeistert mich dann auch immer wieder. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge mit mir gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein Abonnent seid, ihr könnt mich am Ende nochmal abonnieren. Ich habe jetzt also auch immer, glaube ich, so ein bisschen, ja, habe ich, glaube ich, gemacht, so ein Ende hier eingebaut. Und so, dass es da noch ein bisschen Luft gibt, auch auf den Abo-Button zu klicken, wenn noch kein Abonnent dabei ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge, wenn der Tote wieder clasht.